Im Marienhospital Witten benutzen wir den Laser zur Therapie der Hämorrhoiden, der Steißbeinfisteln, der Analfisteln und der chronischen Analfissur. Wir haben 2011 damit begonnen, Hämorrhoiden im Marienhospital Witten mit dem Laser zu behandeln. In den laufenden Jahren kamen anschließend Analfisteln, Steißbeinfisteln und die chronische Analfissur hinzu. Der größte Vorteil liegt in der Minimalinvasivität des Lasers. Wir können hiermit kleinere Wunden erzielen, wir können schließmuskelschonend arbeiten, Rezidive treten nicht so häufig auf und der Patientenkomfort steht für uns im Vordergrund. Die Patienten können sehr schnell wieder in den normalen Alltag eingegliedert werden. Patientenkomfort bedeutet für mich, dass Patienten nach proktologischen Operationen relativ zügig und zeitnah ihre normale körperliche Aktivität aufnehmen können. Wenn wir daran denken, dass bei normalen Operationen im Bereich des Enddarmes häufig es zu Schmerzen kommt, dass die Patienten dadurch geplagt sind bis hin zu Stuhlinkontinenzen, so können wir sagen, dass wir mit dem Laser diese Erfahrung nicht haben. Die Patienten sind allesamt relativ schnell wieder fit.